Juke und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute auf meinem Kanal. Solltet ihr übrigens neu auf diesem Kanal sein, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Heute in diesem Video geht es um die bestbezahltesten Jobs bzw. Kontaktmissionen in Grand Theft Auto Online. Welche sie sind, erfahrt ihr heute in diesem Video. Platz 3 belegt Lesters Kontaktmission. Lesters Missionen sind zwar gut bezahlt, aber dauern etwas länger und haben meist sogar mehr Ziele, die man für das Beenden der Mission erledigen muss. Am besten macht man die Kontaktmission mit einem Freund, am besten sogar auf Schwerstellen, um noch mehr Geld und RP rauszubekommen. Man nimmt am besten sogar einen Freund mit, der vielleicht einen großen Fuhrpark besitzt. Dieser kann euch dann bei Missionen sogar mit seiner Savage helfen, damit die Mission schneller geht. Den Tipp, den ich euch hier gebe, ist so ein kleiner Tipp, den ich im Laufe der Spielzeit in Grand Theft Auto 5 so ein wenig gemerkt habe. Je länger eine Mission dauert, desto mehr Geld bekommt ihr raus. Das ist so ein kleiner persönlicher Tipp an euch. Platz 2 belegen die Kontaktmissionen von Trevor. Seine Missionen sind kurz und bündig und werden nebenbei auch noch gut bezahlt. Mehr sogar als die von Lester. Diese Missionen könnt ihr sogar, wenn ihr gut seid, selbst allein bestreiten, auch auf schwer. Packt euch auch vor den Missionen ordentlich Panzerung und Snacks mit ein, denn diese Missionen haben es wirklich in sich. Viele Gegner und viele Spawns, auch wenn die Missionen leicht erscheinen. Seine Missionen handeln meist von Diebstählen der Konkurrenz, dennoch eigentlich sehr gut bezahlt und dauern nur kurz. Platz 1 belegen die Kontaktmissionen von Martin. Die Kontaktmissionen von Martin sind bekannt dafür, dass sie gut bezahlt werden. Daher landet Martin auch auf Platz 1. Seine Missionen dauern zwar lange und haben auch meist mehrere Ziele, aber dennoch die bestbezahltesten Kontaktmissionen in Grand Theft Auto Online. Diese Missionen sind eigentlich für mehrere Spieler gedacht. Martins Missionen sind super gut, um auf legale Weise in GTA Online Geld zu verdienen. Die besten sind Los Santos Connection, Alles Müll und Stress auf dem Dach. Das sind die drei meist und bestbezahltesten Kontaktmissionen von Martin. Und da sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Teilt dieses Video mit euren Freunden, damit sie auch immer top informiert sind. Und in diesem Sinne, Juke, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!